Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und zu Gast ist bei mir ein ganz besonderer Gast, nämlich Roland Stimpel. Er ist der Vorsitzende des Vereins Fuß. Mehr nicht. Fuß e.V. Eingetragener Verein. Fuß e.V. Und da war ich sehr neugierig und habe gedacht, was macht jemand, der einem Verein vorsteht, der heißt Fuß? Geht es um Fußkrankheiten oder geht es um politisches Fuß? Geht es um Fußgänger? Geht es um Fußgehen? Worum geht es bei Ihnen? Fuß. Richtig geraten. Alle Menschen in Deutschland. Was hat gestimmt von dem? Das Letzte, die letzten 2 bis 3. Ja. Auch Gesundheit hat gestimmt. Ja. Fast alle Menschen gehen zu Fuß, ungefähr 80 Millionen in Deutschland. Nun gibt es den ADAC, der ist groß. Dann gibt es jetzt den ADFC für die Fahrradfahrer, der wächst auch. Dann gibt es sogar Verbände, die Interessen der Bahnkunden und der Buskunden vertreten. Nur für die größte Gruppe gibt es bisher nur uns als ziemlich kleinen Verein. Das wollen wir ändern. Das sind Sie? Das sind wir. Politisch? Ja, politisch. Da müssen Sie doch, das sage ich jetzt mal ganz spontan, weil es mich ärgert, wenn ich Fußgänger bin auf dem Fußweg, wenn die E-Roller mir entgegenkommen. Oh ja, das ist das Neueste und neueste große Ärgernis. Ich merke schon, da baut sich Groll auf. Ich versuche es aber entspannt zu sehen. Also immer nur mit der geballten Faust oder als Wutgänger, der am liebsten einen Regenschirm in die Speiche hauen würde, dann verdirbt man sich ja die Freude am Zu-Fuß-Gehen. Und in erster Linie ist es ja was Spaß macht. Es ist ja, finde ich, die schönste Art, durch die Stadt zu gehen. Wenn man den Fußweg für sich hat. Ja, dann ja. Aber nicht, wenn dann die Fahrräder und die E-Roller dazwischen kommen. Das ist auch genau das Problem. Gerade in der Innenstadt wird es immer voller. Alle nehmen den Fußweg als Resterampe. Wird Fahrrad gefahren, Roller gefahren, wird falsch geparkt, breiten die Lokale sich aus. Zum Teil erlaubt, zum Teil auch unerlaubt. Dann kommen da alle möglichen Schilder und Masten und Sperrmüll und sonst was hin. Und wir wollen dafür sorgen, dass man einfach frei und sicher gehen kann. Ganz simpel. Ja, ganz simpel ist aber sehr schwierig, wie das immer im Leben ist. Ja, die Idee. Ich sag's mal einfach und dann kommt ein langer Satz. Stimmt, die Idee ist einfach, das Durchsetzen ist schwierig. Also das Zu-Fuß-Gehen in der Berliner Innenstadt ist im Moment so schwierig, wie es seit dem Krieg nicht mehr war, als da überall die Trümmer rumlagen. Die Wege wurden enger und es kam immer mehr drauf und alle missbrauchen den Fußweg, weil sie denken, ach, das ist so ein Streifen am Rand, da kann man ja noch was machen. Die Behörden sind leider nicht fähig, dem entgegenzuwirken. Gerade vorgestern gab es einen Tweet von Mittes Bürgermeister Stefan von Dassel, der sich ja bemüht, aber der stöhnte, mein Ordnungsamt kriegt jeden Tag 100 Beschwerden. Wie soll ich denen denn nachgehen? Ja, durchs Ordnungsamt, indem man dem Ordnungsamt sagt, kümmere dich darum. Ja, indem das Aber so einfach ist es nicht. Nee, das Ordnungsamt braucht mehr Leute. Die Leute brauchen andere Prioritäten. Ich finde es ja wichtiger, für die Sicherheit von Fußgängern zu sorgen, als zu gucken, ob das Parkticket schon 10 Minuten abgelaufen ist. Das ist auch eine verständliche Aufgabe, aber sekundär. Die Prioritäten müssen sich ändern. Die schwächsten und ungeschützten Verkehrsteilnehmer müssen zuerst vom Amt sozusagen betreut werden, indem man für ihren Schutz sorgt und dann alle anderen. Ja, aber gliedern wir das mal auf. Die E-Roller dürfen eigentlich nicht auf dem Fußweg fahren. Die Radfahrer auch nicht. Mhm. So, die Polizei sagt, sind wir nicht zuständig. Dafür ist das Ordnungsamt zuständig. Das Ordnungsamt sagt, nee, die Polizei ist dafür zuständig. Wie ist denn das überhaupt geregelt? Wer kann einem E-Roller, der 15 Jahre alt ist, ab 14 dürfen sie, glaube ich, fahren, oder ab 16, ich bin da nicht so bewandert, ab 14, 15, wer darf den denn jetzt auf dem Fußweg anhalten? Darf ich das? Darf das nur die Polizei? Darf das nur das Ordnungsamt und ihm sagen, pass auf, hier hast du nichts zu suchen? Also wenn Sie sich da auf einen engen Fußweg hinstellen und der nicht vorbeikommt und Sie ihm das sagen, dann hat er kein Recht, an Ihnen vorbeizufahren. Ja, und was mache ich denn? Ich kann doch nicht Selbstjustiz machen. Nee, Selbstjustiz. Indem ich mal in der Tat, Speicher hat er auch nicht. Man wo soll ich denn hingreifen? Man kann es ihm, muss man in den Lenker greifen. Also ich finde, man verdirbt sich den Alltag, wenn man immer nur als Polizist rumrennen würde. Als selbsternannter Hilfspolizist. Das ist keine schöne Haltung. Das kann man gelegentlich mal machen, wenn es sich ergibt.
aber man muss das in der Tat politisch lösen. Ordnungsamt und Polizei dürfen beide, punktuell tun sie es auch beide. Als ich jetzt am Alex spazieren gegangen bin, da sah ich zwei Leute vom Ordnungsamt mit so einer Polizeihaltekelle und die sprachen zum Teil die Touristen schon an, als sie noch gar nicht auf den Roller gestiegen waren und sagten, hier ist Fußgängerbereich, bis da hinten hin müsst ihr schieben zur Bordsteinkante. Ordnungsamt mit Polizeikelle? Hat das Ordnungsamt Polizeifunktion? Also die haben nicht alle Rechte, die Polizei hat, aber die sind dafür da, im öffentlichen Straßenraum dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Die dürfen das auch, ja. Die dürfen dann auch Papiere verlangen und dürfen ihre Tickets ausstellen, so wie sie die Strafmandate für Falschparker auch ausstellen. Und dann sage ich jetzt mal ein bisschen zynisch oder ironisch, das wäre ja lukrativer, als hinter den Autos hinterher zu gehen, die da falsch parken. Ja. Die E-Roller sind, glaube ich, noch eine bessere Einnahmequelle. Wäre es wohl, ja. Und das können die. Mittes Bürgermeister hat gesagt, auf der ersten Streife, die gemacht haben, haben die genau alle vier Minuten irgendwas festgestellt, dass die Leute zu zweit fuhren, auf dem Gehweg fuhren, links fuhren oder so. Ja. Aber es funktioniert ja offenbar nicht. Nee. Alle ärgern sich darüber. Ja, ja. Mich eingeschlossen. Ja. Ja? Und nichts passiert. Ja, nix zum Glück nicht. Also dass der ganz große Fehler, den Deutschland gemacht hat, wir haben davor auch vorher gewarnt, ist in anderen Ländern, in San Francisco, in Madrid, in Barcelona, wo sogar jemand totgefahren wurde, in Paris, in Wien, überall gab es die ja eher, überall ist es schiefgegangen. Da haben wir natürlich gesagt, Leute, müssen wir da auch durch dieses Tal der Tränen oder können wir nicht gleich ganz hart vorgehen und sagen, das Verleihwesen dämpfen wir oder wir verlangen, dass nur Leute mit einer Prüfung auf die Roller aufsteigen dürfen und nicht jeder, der jetzt irgendwo aus Brackwede oder aus Buenos Aires eingeflogen ist und das mal probiert. Wir versuchen das erstmal, wir gucken mal und dann ist das nicht Überraschende passiert. In Deutschland ist genau das Chaos ausgebrochen, das man von anderen Ländern schon kannte und jetzt versucht man es wieder zurückzudrehen. Aber Stimpel, eins verstehe ich nicht bei der Sache, obwohl man mit wem geredet hat. Haben Sie mit dem Bund geredet? Wer ist eigentlich zuständig für die E-Roller? Ist das das Land Berlin oder ist das der Bund? Wer regelt eigentlich diese Verkehrsführung? Alle so ein bisschen. Der Bund, Verkehrsminister Scheuer, der hat eine, das Ding heißt bürokratisch, Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung erlassen. Da haben wir lange gekämpft. Der wollte die Dinger zuerst sogar legal auf die Gehwege tun. Und wir sind ganz stolz, dass wir als kleiner Verein zusammen mit großen Verbänden von Senioren und Blinden und Behinderten und so weiter es geschafft haben, die Dinger wenigstens legal von den Gehwegen fernzuhalten. Und was unglücklicherweise nicht aus der Verordnung rausgekommen ist, ist, dass die auf den Gehwegen abgestellt werden dürfen. Das hat Scheuer gestattet, weil er um ein paar Parkplätze gefürchtet hat oder weil er, warum auch immer. Und damit sind jetzt hat er die Städte im Regen stehen lassen. Und nun ist es juristisch ein bisschen kompliziert. Es gibt viele Juristen, die sagen, die Städte können, wenn das kommerziell verliehen wird, sagen, dafür braucht ihr eine Genehmigung. So ähnlich wie jemand, der Kaffeestühle auf dem Gehweg stehen will, auch eine Genehmigung braucht. Das regelt der Bund doch auch nicht. Doch. Also, die Stühle regelt der Bund nicht, aber, der Bund regelt, hat geregelt, dass das nennt sich dann Gemeingebrauch, dass man die Roller auf dem Gehweg abstellen darf. Und obwohl wir gesagt haben, die stehen dann kreuz und quer und sie liegen auch kreuz und quer, Leute, das ist nicht gut, guckt euch mal im Ausland um, haben die das trotzdem gemacht. Ja, und da waren wir ja eben schon und sagten, kann das Land Berlin oder die Stadt Berlin, kann das der einzelne Bezirk denn ändern und sagen, nee, wir verfügen, dass das da nicht mehr Friedrichstraße oder Kudamm, dass die Tretroller, die E-Roller da nicht stehen dürfen. Können die das? Sie versuchen es jetzt erstmal in der freiwilligen Vereinbarung mit den Rollerverleihern ab nächsten Jahr. Ob das denn so klappt, wir haben da unsere Zweifel, dann wird es so ein paar Aufstellflächen geben an den Straßen Ecken am Fahrbahnrand, aber ob dann wirklich alle ihre Geräte da aufstellen, wir haben Zweifel.
es müsste einfach rechtlich, das kann nur der Bund machen, klar geregelt werden, Roller gehören nicht auf den Gehweg und die Städte können die Dinger abräumen und können bei den Rollerfirmen kassieren dafür, fürs Abräumen. Dann tut es denen nicht. Das hätten Sie gerne. Das hätten wir gerne. Ja, und das konnten Sie aber nicht durchsetzen. Nee, dafür sind wir noch zu wenige bisher und noch nicht laut genug. Aber der Herr Scheuer muss darauf doch eine Antwort gehabt haben. Der muss doch gesehen haben, was passiert, wenn man das alles auf den Gehwegen abstellt. Das war eine sehr bayerische Antwort, die hieß, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, jetzt sehen wir ja. Ja, aber nun sieht man es ja. Und dann sollen wir jetzt 4 Monate warten, bis das geändert wird. Ja, in dieser Saison, die Dinger lassen ja hoffentlich im Herbst nach, weil es im Winter viel zu kalt ist, damit zu fahren. Dieses Jahr haben wir es noch und nächstes Jahr gibt es einen Versuch. Nun sind wir aber in Berlin. Da gibt es ja schon seit längerem eigentlich ganz vernünftige Versuche, so Leihfahrradabstellanlagen auch oft an diesen Ecken zu machen. Neben der Straßenecke ein Parkplatz weg, 8 Leihfahrräder hin, macht ja den Parkplatz viel effizienter. Das geht aber verdammt langsam voran, eben weil wir in Berlin sind. Dann kommen die Leute von der Kanalabteilung und sagen, da geht ein Rohr drunter, könnt ihr nicht reinbohren. Dann kommt der Denkmalschutz und sagt, historisches Gebiet, was hat denn da so eine Abstellanlage verloren? Irgendjemand meckert immer. Wenn wir so denken, dass das E-Rollerwesen in Berlin so einfach zu regeln ist, dann hören wir jetzt, dass es ziemlich kompliziert ist. In der Tat, ja. Spreche mit Roland Stümpel, er ist der Vereinsvorsitzende von Fuß e.V. Das ist alles, was sich um Fußgänger dreht. Ganz genau so ist es. Und wir reden gleich weiter. Und eines der derzeit dringendsten Probleme ist das E-Roller-Unwesen auf den Gehwegen. Da gehören sie nämlich nicht hin. Da sollen sie auch nicht fahren. Was dagegen zu tun ist und was der Verein für Fußgänger sonst noch macht, darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause weiter. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial und wir reden mit dem Vorsitzenden des Vereins Fuß e.V. Das ist alles, was sich um Fußgänger dreht, denn alle haben eine Lobby, ADAC für Autos, die Fahrradfahrer haben eigene Vereine und die Fußgänger eben auch. Und Roland Stümpel ist der Vorsitzende und wir haben schon geredet über das E-Roller-Unwesen, das vielleicht nächstes Jahr etwas gebändigt wird, wenn es denn so kommt, wie es kommen sollte, wenn es nach Ihnen geht. Das hoffen wir sehr. Wir sind skeptisch, dass es in Berlin so gut geregelt wird, wie es geregelt werden müsste. Man sollte nach Bremen schauen. Bremen hat den Verleihfirmen gesagt, nur mit Verträgen, nur wenn ihr auch dafür bezahlt, dass ihr den öffentlichen Straßenraum für eure Geschäfte nutzt. Ja, müssen die Gastwirte doch auch, wenn sie Tische rausstellen. Ja, genau. Das nennt sich Sondernutzung und das sollte auch für Roller gelten. Es gibt ein paar Juristen, die sagen, das gilt für Roller nicht. Das ist umstritten. Vielleicht wird es da auch mal irgendwann zu einem Prozess kommen, aber das sollten die Städte so probieren. Aber das schlagen Sie vor und sind im Gespräch mit Herrn Scheuer, dem Bundesverkehrsminister. Wir durften im Verkehrsausschuss des Bundestages durften wir dazu was sagen und da haben wir gesagt, das muss eindeutig so geregelt werden. Es muss in der Straßenverkehrsordnung geändert werden. Wenn das aber für die Gastwirte gilt, die Sondernutzung, für die sie bezahlen, dann müsste es doch für die E-Roller genauso gelten. Was spricht denn dagegen? Welche juristische Kniff wird denn da angewendet, dass man sagt, ihr könnt da umsonst fahren? Man darf seit ewigen Zeiten, wenn man sein Fahrrad, allerdings nur, wenn man es auf den Gehweg schiebt, legalerweise, darf man es auch da abstellen. Das nennt sich Gemeingebrauch. So wie es grundsätzlich ja auch erlaubt ist, sein Auto an der Bordsteinkante abzustellen. Ja. Also es gibt bestimmte Sachen, die muss man sich immer genehmigen lassen. Und sie können verboten werden. Und dann gibt es umgekehrt Sachen, die sind grundsätzlich erlaubt. Ja, und das ist dieser Gemeingebrauch. Leider fallen die Roller im Moment nach Ansicht des Ministers und der Verleihfirmen auch darunter. Aber die fahren doch auf dem Gehweg und dann werden sie abgestellt. Sie werden ja nicht geschoben. Ja, das stimmt. Ja. Man könnte auch jeder, der mit dem Fahrrad ein Stück auf dem Gehweg fährt und dann sein Fahrrad da abstellt, den könnte man auch sagen, so geht's nicht. Ich glaube, jetzt kommen wir so in die juristische Finesserei. Ja. Die wollen wir nicht. Also gehen wir mal davon aus, dass nächstes Jahr zumindest eins geregelt ist, dass die E-Roller dann nicht mehr auf dem Gehweg
so ungestraft fahren dürfen, wie wir es heute tun. Man kann ja auch noch mehr regeln. Da gibt es das schöne englische Wort Geofencing. Das heißt, die Dinger, die haben ja alle eine Ortung. Man sieht ja immer auf der App, wo die sind, und die Firmen sehen das auch. Und die können die von bestimmten Gebieten aussperren. Die können sagen, wenn du in den Tiergarten reinfährst, dann wird der Motor abgewürgt. Oder wenn du zu nah ans Brandenburger Tor kommst oder so. Also stelle ich mir mit meinem kleinen naiven Verstand vor. Ja. In der App steht verbotene Zone. Ja. Und sobald ich da reinfahre, dann macht es blub, 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 genau. Und das Ding bleibt stehen. Dann wird es ein Tretroller. Das kann man machen. Ja, das geht. Ja? Und wie weit sind Sie da? Auch da kommen wieder Juristen und sagen, haben irgendwas ausgegraben, dass es in Deutschland verboten ist, in das Führen eines Kraftfahrzeugs von außen einzugreifen. Also es ist eigentlich verrückt, wie so eine lästige Alltagsgeschichte, wie die von Rechtskram, der gar nicht dafür gemacht ist, durchdrungen und verseucht ist. Und wie schwer es dadurch wird, so ein Problem zu lösen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass ab 1. Januar nächsten Jahres zumindest das schlimmste Unwesen weg ist? Ja. Na, Januar wird es nicht sein. Im Winter werden die meisten ja verschwinden, weil es auch kalt ist. Die Dinger sind ja auch sehr unpraktisch, wenn man da drauf steht und sich gar nicht bewegt. Anders als zu Fuß oder auf dem Fahrrad oder so. Da ist man nach 5 Minuten durchfroren. Deswegen kommen auch im Winter viele von der Straße. Im Frühling, dann wird man das sehen. Und dann muss jeder, der ein Interesse daran hat, muss sich in seinem Bezirk beschweren. Wir helfen gerne dabei und sagen, hier stehen die immer noch rum. Wo bleiben denn die Abstellflächen an der Straßenecke? Sorgt dafür, lieber Bezirk. Da müssen wir Druck machen, alle zusammen. Ja. Fuß. EV. Ganz genau. Fuß, eingetragener Verein, Roland Stimpel. Der sitzt hier und an den können Sie sich wenden. Ja? Fußgänger. Welche Rechte habe ich eigentlich als Fußgänger heute? Ich gehe spazieren, möchte in ein Restaurant, aber nicht in dieses, wo es gerade die Tische gibt. Dann kommt von hinten der E-Roller, von vorne kommt ein Radfahrer, dann kommen die Kinderwagen. Ich sage Ihnen erstmal, das schönste Recht, das Fußgänger überhaupt haben, das ist ganz großartig. Ich zähle Ihnen jetzt nämlich alle Vorschriften auf, die für Fußgänger auf dem Gehweg gelten. Achtung! Keine. Das war's, genau. Es gibt keine. Der Gehweg ist der letzte rechts- und regelfreie Raum, weil man darauf vertraut, Leute zu Fuß sind langsam. Die meisten achten auch aufeinander, bis auf so ein paar Dödel mit Smartphones. Unfälle zwischen Fußgängern, Zusammenstöße werden gar nicht gezählt, weil die Statistiker sagen, lohnt sich nicht. Also erstmal ist das zu Fuß gehen was ganz Großartiges, Freies. Und mit sowas, mit Kinderwagen oder auch mit so Elektrorollstühlen, die Fußschritttempo fahren und die Leute ja wirklich brauchen, da kommt man auch wunderbar klar. Mit so Kickrollern zu Fuß meistens auch, wenn es nicht gerade irgendwo bergab und schnell geht. Es ist nur alles, was schneller ist und was einen Motor hat, ist tückisch dabei. Und das ist so jammerschade, dass die Freiheit und die Sicherheit, die da ist, davon weggeht. Und gerade die Sicherheit wird ja auch gebraucht. Die Leute, die am meisten zu Fuß gehen, das weiß man, sind Kinder, Grundschulkinder und Leute im Rentenalter. Für die ist wirklich Gehen Basismobilität. Viele trauen sich gar nicht aus dem Haus oder werden nicht alleine aus dem Haus gelassen, weil es da schon zu unsicher ist. Und eigentlich, wenn wir sagen, wir müssen Mobilität schaffen, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute sich selbstständig irgendwo bewegen können, dann ist der Fußweg der wichtigste Ort, an dem man da was tun muss. Und eigentlich auch ziemlich leicht was tun könnte, wenn man da soll. Kommen jetzt diese kleinen E-Roller. Ja. Ja? Und demnächst kommen die vielleicht mit 3 Rädern und werden noch schneller. Das wollen wir nicht hoffen. 3 Räder schnellere Dreiräder, es wäre wieder schwieriger. Die Tücke an diesen Dingern ist ja, an E-Rollern und Fahrrädern ist ja, Auto stört auf dem Gehweg manchmal, stört oft an der Straßenecke, wenn es da falsch geparkt ist und man nicht rüberkommt, aber diese 2 Räder dringen ja überall ein, wo das Auto bisher uns noch verschont hat, auf dem Gehweg und im Park. Und da wird nicht Mobilität gefördert, da wird Mobilität vernichtet, die es bisher gegeben hat. Ja, aber der Bundesverkehrsminister hat es genau andersrum begründet. Hat er gesagt, ja, letztens. Ja, hat er gesagt. Der Bundesverkehrsminister hat die Dinger vor allem von der Fahrbahn weghaben wollen, weil er sagt, da soll man doch frei Auto fahren können. Nun ist Autoverkehr in Berlin gerade mal ein Viertel des Gesamtverkehrs.
Und deswegen war das für Großstädte war das mehrheitenfeindlich. Ja, aber sie sollen doch auf den Radwegen fahren. Mhm. Wo es welche gibt, ja. Ja, wo es welche gibt, gut eingeschränkt. Ja. Wir sagen, dass es auf der Fahrbahn so organisiert sein soll, dass es für alle gut und sicher ist. Entweder die Fahrbahn ist sehr breit, dann soll es breite Rad- und Rollerwege geben. Das wird ja auch an ein paar Stellen schon gemacht. Oder wo der Platz das nicht hergibt, dann striktes Tempo 20 bis 30. Da hat ja auch, wenn man mit dem Auto da durchfährt, hat man dadurch ja nur ein paar Sekunden Zeitverlust, bis man mal wieder auf die Hauptautostraße kommt. Und, so, und bei so einem niedrigen Tempo, wenn alle, die da fahren, so grob gleich schnell sind, dann behindert man sich nicht und gefährdet man sich nicht. Es ist auch viel ruhiger, auch für Leute, die zu Fuß rübergehen, ist ungefährlicher, kommen weniger Abgase aus dem Auspuff. Also eigentlich wäre es für alle besser. Ja. Was machen Sie den ganzen Tag? Sind Sie den ganzen Tag im Ministerium und verhandeln? Hilfe! Ja. Das Unwesen E-Roller ein bisschen einzudämmen? Oder was machen Sie so als Vorsitzender des Vereins Fuß? Ja, also muss erstmal der Korrektheit halber sagen, wir haben drei gleichberechtigte Vorsitzende. Ich bin nur einer davon. Ja, nicht dass ich hier als irgendwie. Aber Vorsitzender ist Vorsitzender. Ja. Genau. Was machen wir? Wir kriegen zunächst mal viele Mails und viele Anrufe von Leuten, speziell von älteren Leuten, die sagen, jetzt hat mich da schon wieder einer angepöbelt oder gar angefahren oder so, was soll ich nur machen? Und dann sagen wir, lass uns doch mal überlegen. Wir treffen uns mal, Leute aus eurem Kiez, also da war ich jetzt zum Beispiel bei einer ganz tüchtigen Rentnergruppe in Neukölln, die einmal im Monat sich auf den Gehweg stellt mit Plakaten und Radfahrer dort anhält und freundlich anspricht und sagt, denkt doch mal bitte dran, für uns ist das nicht Selbsthilfegruppe. Lustig. Selbsthilfe, ja, ja. Nannte man das früher, ne? Auf die freundliche Art. Ja. Das wollen wir motivieren und dann wollen wir, gibt's auch so eher abstrakte Großprojekte. Wir denken uns zum Beispiel gerade eine neue Straßenverkehrsordnung aus und sagen, die muss auf die Füße gestellt werden. Denn die von heute, die ist im Wesentlichen noch so wie die Reichsstraßenverkehrsordnung von anno 1937. Ja. Auch zum Teil ist sie wortwörtlich so. Damals, das ist jetzt nicht speziell Nazi, das war in allen Ländern damals so, aber da hat man gesagt, am wichtigsten sind die, die in der Mitte der Straße sind und die schnell sind und die anderen sollen nicht stören und sich irgendwo am Rand entlang drücken. Wir sagen, am wichtigsten ist doch, man kommt aus der Haustür raus und bewegt sich dann, Straßen vom Rand her denken zur Mitte hin. Ja. Na gut, das ist eine Sache. Und morgen, am Mittwoch, gibt es eine große Demonstration. Ja. Haben Sie zumindest geplant. Hoffentlich wird sie groß. Ja. Wir treffen uns am Alexanderplatz und zwar da um die Ecke beim Kaufhof Karl-Liebknecht-Straße um 4 Uhr. Dann ziehen wir da rum und treten für Fußgängerrechte ein. Also wollte ich gerade sagen, aber nur zu Fuß bitte. Nur zu Fuß, selbst. Nicht mit E-Roller kommen. Wir erwarten auch Leute in Rollstühlen. Ja. Ja, die heißen wir ganz herzlich willkommen. Die dürfen und sollen auf dem Gehweg rollen. Für die müssen ja auch die E-Roller weg. Das ist ganz wichtig. Denen stehen die ja richtig im Weg. Und dann gibt es ein paar Reden von Frau Engelen-Käfer vom Sozialverband und von Frau Graff vom Seniorenbeirat und von mir eine kleine. Und dann sind wir mal auf der Straße und sagen, wir holen uns unsere Wege zurück. Es sind die von uns allen und auch wir sorgen dafür und vor allem die Stadt, der Staat muss dafür sorgen, dass wir da sicher und frei gehen können. Also wenn Sie mitmachen wollen, morgen Alexanderplatz, 16 Uhr, wo genau ist Treffpunkt? Zwischen Kaufhof und Karl-Liebknecht-Straße. Ja, da werden Sie das schon sehen, diese Massen von Fußgängern. Ja, mit grünen Schwimmnudeln. Und diese Schwimmnudeln, die halten wir quer als Symbol dafür, Sperre für alle anderen, das ist jetzt unser Weg. Sehr gut. Also Treffpunkt morgen 16 Uhr, Alexanderplatz. Karl-Liebknecht-Straße. In dem Sinn. In diesem Sinne. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Roland Stimpel, Sie haben uns mal aufgeklärt, was ein E-Roller darf und was er nicht darf und was nächstes Jahr vielleicht besser wird für die Fußgänger. Einer von drei Vorsitzenden aus dem Verein Fuß, heißt einfach Fuß, steht für Fußgänger. Ja, machen Sie weiter so. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag, wie immer, entweder Brinkmann und König oder TV Berlin Spezial. Bis dahin, danke und tschüss.